Stein, okay. Wüsste mal gerne, ob die damit so richtig spielen. Seifenblasen, da steht ja mein Kind total drauf. Die ist auch erst so klein. Ja, den stellen wir mal hier zwischen. Der soll hier die emotionale Aura ein bisschen verbessern. Eigentlich ist das hier aber viel zu wenig. Viel, viel zu wenig. Und das funktioniert hier auch nicht. Was soll denn das? Ich stelle noch mal ein bisschen um. Die dürfen ja nicht zu dicht zusammenstehen, sonst werden die Bäume immer nichts. Aber dass sie die jetzt gleich vergisst, finde ich auch nicht so gut. So, nochmal. Ja, die können wir ja auch düngen, warum auch nicht? Avocado, okay. Über Dorn reden. Dünger kaufen. Bevor ich jetzt noch irgendwas anderes mache, mache ich das, was ich eigentlich zuerst machen wollte. Raumtool. Achteckige Räume. Das wäre auf jeden Fall mal was anderes. Eine Plattform. Achteckig. Ich habe mal sowas im Fernsehen gesehen. Da hat jemand auch so modular gebaut. Das waren immer so eine farbenähnlichen Zimmer. So ungefähr sahen die aus. Oder waren die nur sechseckig? Ist schon ganz schön lange her. Das hat einen ganz schön beeindruckt, weil die konnte man einfach so zusammenstecken, wie man sie eben gebraucht hat. Muss man das mal von oben angucken. Ja, kann man das noch ein bisschen? So. So ungefähr sah das aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Zelt, ist aber keins. Ist auch viel zu groß eigentlich. Ich probiere mal kurz ein bisschen rum. Stört ja keinen, wenn ich das mache. So, wir machen mal die Kantenlänge ein bisschen kleiner. Zwei. 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 Ach, mir geht gleich das Geld aus. Aber so ist besser. Das soll ja schon irgendwie mal was anderes sein, aber ich meine, er ist ein Magier, er kann ja auch irgendwie sagen, okay, wir setzen uns hier was ganz Besonderes hin. Wir wollen kein langweiliges Wohnzimmer. Alles viereckig oder... So, und zapp. Dann wäre das der Raum. Also keine Sorge, ich werde den Raum noch ein bisschen verändern. Dann könnte das Bett...
So stehen. Da können wir auch ein bisschen besser reingucken. Oder gleich so, nee. Hier hinten. Moment. Dann macht man das so, weil es ist ein ganz kleiner Raum. Man macht da eine Trennwand rein, aber die geht nicht bis ganz nach oben. Na, lässt die sich jetzt nicht einklicken, die Wand? Ja, das ist eine Trennwand. Und dann kommt auf die andere Seite einfach das andere Bett. Vielleicht ist denn das hier ganz alleine auf diesem Grundstück ohne richtiges Haus noch ein bisschen zu unheimlich, ganz alleine in einem Zimmer zu schlafen. Weil sie ja nicht wissen, ob die Nachbarn hier alle wirklich so friedlich sind. Deswegen haben sie ja einfach nur eine große Trennwand drin. Weil noch haben sie ja eh keinen Besuch irgendwie von irgendwelchen Fremden. Was aber wichtig wäre, wäre. Wir bräuchten hier auf jeden Fall irgendwie Licht. Und ich bin dafür, dass wir bei den. Irgendwie ist meine Musik ganz schön laut. Ich bin dafür, dass wir irgendwie bei diesem ökologischen Ding bleiben. Oberflächen. Dass wir also wirklich, wenn sie können, bevorzugt Kerzen nehmen. Was könnte da passen? Was? Mal gucken, ob das so klappt. Hier in der Mitte. Und dann Kerze. Dann stellen die sich hier nämlich einfach mal so. Was natürlich nicht geht. Ich werde schon was finden. Hier oben rauf geht auch nicht, ne? Abseits des Netzes. Naja, geht doch. Haben die noch schönere Farben? So, dann haben die einfach hier so ein paar Kerzen drauf. Ich weiß nicht, ob das blöd aussieht. Keine Ahnung. Eigentlich hätte ich ja gerne die hier hingestellt, aber. Wie sehen die eigentlich größer aus? Die beiden haben sich eben geeinigt, dass sie ein ökologisches Leben führen wollen. Und dazu gehört natürlich auch, dass sie möglichst wenig Ressourcen verbrauchen. So, das macht das Ganze ein bisschen wohnlich. Zeig mal. Naja. Woraus könnte das sein? Vielleicht ist das ja auch aus Naturmaterialien. Stein kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Die sollen ja nicht in einem Kerker wohnen. Oh, ist das rustikal. Ah, sowas vielleicht?
halt überhaupt nicht zu dem Bett, ne? Man könnte auch was Rötliches nehmen. And the queen was not amused. Sowas vielleicht? Soll halt nicht zu rustikal sein. Möchte ich auch keine Beklemmung bekommen, weil alles nur aus Holz ist. Ist ja noch schlimmer. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Kann man hier irgendwie... Ene, mene, mu und raus bist du. Oh, Sonnenuntergang. Huch. Vielleicht nehmen die ja wirklich so einen dezenten Ton. Mit dem leichten Orangeton. Das sieht nach Strand aus. Und das nach Sonnenuntergang. Ja, gelb-blau, ich weiß nicht. Nee, das. Keine Ahnung. Catcht mich nicht. Vielleicht doch so ein bisschen Gemütlichkeit. Das strahlt irgendwie Gemütlichkeit aus. Rot ist zu krass. Warum ist so dunkel? Dann nehme ich doch das helle hier. Ja, irgendwie hat das was. Das ist nicht so schick. Erinnert einen so ein bisschen an eine DDR-Toilette, aber wenn ich das schon so sage, ne? Kann ich dir da nicht dran lassen, ach Mist. Blümchen. Ja, Naturkindergarten. Omas Tapete. Ich finde ja das Muster an sich nicht schlecht, aber es ist ein bisschen übertrieben. Ein bisschen ganz schön doll übertrieben. Tut mir echt leid, ich finde irgendwann noch was. Das mit Holz kombiniert. Ja, komm. Komm. Warum ist das so schwierig? Bananenblätter? Das würde jedenfalls zu dem Grün passen und zu dem Braun und zu den Blumen. So, und dann färbe ich mal das ja noch ganz dringend um. Das müsste ja dann auch ein bisschen neutraler gehen. Gelb, blau-weiß. Ja, nee. Rosa-grau. Gut, dann machen wir den Boden noch ganz dezent in einer hellen Farbe. So, dieses Hellgrau ist eigentlich schon nicht so ganz verkehrt. Noch richtig zufrieden bin ich nicht, aber es ist schwierig. Praktisch. Beton. Ja, die haben keinen Teppich drin. Eine Tür. Dann nehmen wir eine ganz einfache.
Vielleicht die. Mal gucken, passt das denn? Ich habe ein Haus gesehen mit einer hellblauen Tür, das war schick. Mit einem Fuchs davor. Nee. Ja, und dann Steinmuster drumherum. Vielleicht so ein ganz grobes Steinmuster? Nee. Nee. Das hier vielleicht ist nicht ganz so grob. Ich habe ja gerade genug gesagt, ich will sie nicht so in so einen Kerker sperren, ne? Es soll schon irgendwie dann nach einem Haus aussehen, nach einem Haus, wo man halt gerne auch mal drin ist. Ich habe mir das so einfach vorgestellt, zu diesen Steinen noch irgendwas zu finden. Kann man hier durchblättern? Nee, kann man leider nicht. Und schon wieder muss ich Entscheidungen treffen, mit denen ich nicht so richtig glücklich bin. So was Steiniges wäre irgendwie schon cooler. Am besten so einen hellen Stein. Nö. Nö. Gibt's ja nichts mit grobem Stein. Eigentlich passt der Holz auch ziemlich gut hier auf die Insel. Oder sowas Sulani-typisches. Vielleicht gibt es das ja auch mit Blau. Dann hat das was vom Leuchtturm irgendwie. Blau-weiß gestreift. Leuchtturm hatte ich noch nie. Ja, dieses Haus ist ein bisschen speziell. Passt da eigentlich noch eine Treppe nach oben rein? Nicht so richtig, ne? Was ist denn in der Mitte? Warte mal. Ach, 134 Symbolions. Was, sonst hätte ich gesagt, setzen wir hier noch eine Treppe rein, nach oben. Und dann können wir oben die Küche reinmachen. Aber eigentlich ist es so schon ganz gut. Jetzt haben sie endlich ein Dach über dem Kopf. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Mal gucken.